So, liebe Freunde, wir befinden uns heute wieder einmal auf dem PBE-Server und schauen uns heute zwei neue Skins an. Dabei sind einmal der Spiritfire Brand, den ihr hier gerade seht, sowie auch der neue Kassadin-Skin. Den schauen wir uns aber gleich an. Erst einmal zu Brand. Ihr seht hier, das ganze Äußere wurde stark gereworked. Es ist einfach nicht nur eine neue Farbgebung. So, als erstes wollen wir uns mal die neue Q von ihm anschauen. Das ist der gewohnte Feuerball. Das Ganze sieht jetzt so wie so ein Kamehameha aus, beziehungsweise so eine Kralle, die aus der Hand kommt. Ja, die zwar quasi am letzten Stück noch einmal zugreift. Sieht sehr, sehr nice aus. Dann haben wir hier seine W, die Flammensäule. Ihr seht hier dieses Gesicht nochmal. Am Ende haben wir selbstverständlich noch die gewohnte E-Attacke. Die sieht jetzt nicht ganz so spektakulär aus. So, mal ein paar Kombinationen in den Fähigkeiten. Den Stun kennt ihr ja auch alle. Und wenn jemand brennt, dann kann man mit der E auch die anderen anzünden. So, am Ende werde ich euch jetzt nochmal die Ultimate zeigen, die von Mob zu Mob dann weiterspringt. Das ist nichts anderes als dieser riesige Kopf aus Seelenfeuer, der dann von Minion zu Minion springt. Und auch hier, das Lagerfeuer umtanzt er nicht mehr, sondern einen kleinen Spirit Guide. Die finde ich richtig, richtig nice. Da beschwört halt drei dieser Spirit Geister um sich, die ihn dann quasi in die Hölle ziehen und dann landet er hier. So, ab zum nächsten Skin. So, dann haben wir hier den zweiten Skin, das ist der Cosmic Reaver Kassadin. Den erkennt man meiner Meinung nach wirklich kaum noch wieder. Richtig, richtig starkes Rework meiner Meinung nach, also vom optischen her. Das Geile ist halt, hinten am Umhang seht ihr wirklich das Universum quasi vorbeiziehen, was sich halt wirklich mitbewegt. So ein kleines Gimmick, da haben sich die Leute Mühe gegeben, ne? Da zieht das Universum am Arsch von Kassadin vorbei. Welch Ironie des Schicksals. So, die Q, der gut alte Ball. Sieht sehr, sehr abgespaced aus. So, ihr seht auch das Schild, was er bekommen hat nach seiner Q. Seine W haben wir auch, das Neverblade. So, die W kennt ihr ja auch. Wenn ihr dann 6 Kass gelandet habt, sozusagen, in seiner Nähe, dann könnt ihr diesen Force Pulse machen. Und der sieht sehr, sehr cool aus, meiner Meinung nach. So ein breites Kotzen. So, und finally seine Ultimate. Die Teleportation. Abgespaced. So, liebe Freunde, das war's jetzt mit den beiden neuen Skins von Kassadin und Brand. Was haltet ihr von denen? Schreibt sie mir mal nach unten in die Kommentare. Die sind jetzt noch auf dem PBE, kommen aber mit Patch 5.20 ins reguläre Spiel rein und kosten jeweils 1350 Riot Points. Werdet ihr sie euch kaufen oder sagt ihr, nee, das ist zu teuer? Ich finde sie auf jeden Fall relativ cool, wir haben sie uns angeguckt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Abo da, um nichts mehr rund um League of Legends zu verpassen. Oder über einen Daumen, da würde ich mich auch sehr freuen. Ich wünsche euch was, euer Buddy.